Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part der sensationellen Pokémon Platins der Gallant Character Challenge. Noch in der gleichen Aufnahmesession. So. Noch in der gleichen Aufnahmesession. Jetzt denke ich wieder, es ist so leise. So. Ich hoffe mal, es funktioniert so. Noch in der gleichen Aufnahmesession. Immer noch. Nein, ich möchte nicht speichern. Ich möchte gerne auch meine Pokémon. Heute gehen wir in die Arena. Was ganz wichtig ist, das ist eine Arena von einem Typ, den wir alle nicht so mögen. Und deshalb, wir müssen aufpassen. Hey, hallo. Wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ? So eine Arena wie die hier, so etwas hast du noch nicht gesehen. Und weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst, haha. Drin ist es nämlich stockdunkel, aber keine Sorge, ich habe hier eine Taschenlampe, die würde ich dir überlassen. Die Trainer der Arena haben auch Taschenlampen. Scheint deine Lampe auf einen Trainer oder sie erwischen dich mit ihrer, heißt es kämpfen. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Es geht um den Fußboden, um die Fußbodenfelder. Findest du erst das blaue Feld im Raum und merk dir sein Muster. Geh dann zu der roten Tür, die dasselbe Muster trägt. Du musst durch die richtigen Türen, um zur Arenaleiterin zu gelangen. Gehst du durch eine falsche rote Tür, landest du wieder hier vorne. So ist es wichtiger. So ist dieser Ort angelegt. Ganz schön gemein, was? Aber du schaffst das. Also ich fand's lieber ganz lustig, so wie im Platin und Pearl, mit den Schildern und den Fragen. Aber gut, ich kann das Schild erkennen. Das ist ein Dreieck. Also müssen wir jetzt nach rechts. Was läufst du mir auch in die Sicht, hä? Stockdunkel, ich kann alles sehen. Nebulak. Ich glaube, ich jetzt mal Biss, Alter. Ja, also ich glaube, mit der Bissattacke von Chase und von Lorblatt sind wir hier schon ganz gut dabei. Ja, schon. Vor allem auch die Leveln gut und so, ne? Triftlon. Nein, dich nicht. Nein, das lassen wir mal. Triftlon. Der triftet immer da rum. Das hat bestimmt Finalschlag. Das werde ich. Es überlebt ein Biss. Was? Und setzt Torta ein. Genau das habe ich erwartet. Nicht. So, da kann ich auch noch einen Flügelschlag hinterher setzen. Was? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Tauboga, also beziehungsweise Taubsi, beziehungsweise Taubos, die sind ja schon Opfer, ne? Ein Zubat, er lernt Flügelschlag auf, ich glaube, auf Level... Ich weiß nicht mehr, auf welchem Level, aber noch ziemlich früh. Die Entwicklung von Taubsi erlernt den Flügelschlag bei Tauboga auf Level 38 in Gen 6. Ich muss sagen, das nennt sich Produktivität. Wo ist denn hier überhaupt das blaue Dingsen? Blaues Dingsen? Ah, da. Da kennt man jetzt wirklich nicht mehr, was es ist, ne? Voll dumm eigentlich, dass man das im ersten Raum noch erkennt. Bis und weg ist es, Alpollo. Weil die Nebulak-Entwicklung... Was? Ich wollte noch erklären, warum es auf jeden Fall weg ist. Hat ja super funktioniert. Besser, wie ich gedacht hätte. Komm schon, Chase. Yeah. Wunderbar. Chase erhält ein paar Erfahrungspunkte. Traunfugil. Jetzt kommt mal Spielkalb. Das sehe ich jetzt nicht ein. Auch wenn Spielkalb mit Bodenattacken nichts anrichten kann, weil irgendwie jedes dritte Geist-Pokémon Schwebe hat,
und auch jedes zweite Psycho... setzen wir Drachenwut ein. Ich denke, das wird auch guten Schaden machen. 40 KP, Basis. Ja. Warum kann eigentlich jedes Geist-Pokémon Konfusstrahl? Ich meine, ist ja auch nicht eine Geisterattacke oder so, aber nein. Spiel, Kalb, Spiel, Kalb, Spiel, Kalb. Ey! Yay. So. Das war's mit Traunfugil. Das gibt eigentlich eine Menge Erfahrungspunkte dafür, dass es ein Traunfugil ist. Ich schätze dich so ein, dass du furchtlos... Ich wollte schon fruchtlos sagen. Dass du fruchtlos durch diese Arena gehst. Geh mal weg. Aha. Ah, cool. Ah, das war's schon. Haben wir noch einen Drang? Oh. Wir haben noch zwei Sonderbonbons. Zwei Sonderbonbons. Wisst ihr was? Mensch, oh, guck mal, das habe ich gewusst. Du hast nur einen ziemlich scheiß Spezialangriff. Ich glaube, ich bleibe beim Flügelschlag. Obwohl ich nicht den Blutsauger brauchen werde. So erlernt du mal noch Windschnitt. Jetzt bekommst du noch einen Supertrank eingeflossen. So, dann wird nämlich Chase die Arena rocken, weil wir brauchen Pokémon mit hohem Angriff und hoher Spezialfähigkeit. Und, Innet. Oh, 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 oh! Endlich bist du hierher gekommen! Ich kann gut französischer Dialekt. Seit in dieses Land ich gekommen bin, will ich immer neue Dinge lernen. In dieser Stadt gibt es die Wettbewerbe, no? Das sagte ich zu mir und... Und ich werde sie gewinnen. Und deshalb ich so angesungen. Es ist wie eine große Performance. Außerdem habe ich Pokémon viel studiert. So, ich bin die Arenaleiter. Und du willst mich herausfordern? Bon, aber ich werde gewinnen. Dies ist logisch, weil ich bin eine Arenaleiter, Nescapa. Ist es nicht so. Also auf jeden Fall, ich frage mich, wieso einer einfach eine Arenaleiterin werden will. Ich sag's euch, es gab einfach Arenaleitermangel und dann haben sie so gesagt, Franzose, den nehmen wir mal. Nein, aber normalerweise darf ja sowas nicht passieren. Also das finde ich ist eine Schweinerei. Also nicht so rassistisch gegen Franzosen, aber das darf nicht passieren. Sorry, aber die hätten sie auch normal sprechen lassen können. Die spricht so, wie wenn sie noch kein Deutsch könnte. Sowieso, wenn sie so als Flüchtling gekommen wäre und immer noch kein Deutsch könnte, aber schon Bundeskanzler. Ich bin auch Bundeskanzler, aber kann auch kein Deutsch. Ich bin Bundeskanzler. Ich bin der König von Indien, aber kann auch kein Indisch. Verfolgung. Probieren wir mal die neue Attacke namens Windschnitt aus. Jetzt noch ein bisschen hinterher und weg ist das Ding. Ha, so einfach geht es. Wow, es gab ja... Also die Erfahrungspunkte, meine Herren. Wieso bist du schneller? Wieso kannst du Psychstrahl? Jetzt machst du mir Angst. Ich heb mich gerade an meinem Schreibtisch fest, weil ich das jetzt nicht irgendwie erwartet habe. Toll. Ist jetzt nicht mehr so gut.
Ja, yeah, du, geh du mal raus, du machst doch eh mal schon alles so verteidigungstechnisch. Warum hab ich nur alles auf Dings gesetzt? Komm schon, du hältst es gut aus, hab ich gehört. Ja, genau. Juwelenkraft? Ja klar, kannst du schon Spukball. Kann ich auch jetzt schon. Hat es nicht gerade wirklich gemacht. Und ich mach's gut wie gar keinen Schaden. Und der Siegesang ist auch wirklich sehr nötig. Komm schon, Marcel, du schaffst es. So, das hat jetzt erstmal keine Wirkung. Toll, ich habe auch keine Attacke außer Aquaknarre, wo überhaupt eine Wirkung hat. Es kann auch Zauber bleiben. Ja klar, ich habe auch gegen die ganzen Pokémon im Movepool. Jetzt mache ich was Riskantes. Riskant. Lego wird riskant. Gut, das hat schon mal so gepasst, wie ich es wollte. Ich frage mich nur, wieso ist das Ding so abartig schnell? Ich predikte auch, dass da jetzt mal so ein Ding kommt. Ich habe auch die super Wissenssache, dass ich jetzt da mal in Golbat einwechsle. Ich rieche das auch immer. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ich opfer mein... Lorblatt, bitte. Bitte, bitte. Wieso bin ich nicht Franzose geworden, dass ich auch weiß, dass da 10.000 Attacken kommen, die alle natürlich effektiv auf mich wirken? Jetzt habe ich dank der Flinklaoma einen Erstangriff. Jetzt hoffe ich auch, dass es reicht. Danke. Danke. Einfach nur danke. Ich meine, ich weiß ja auch natürlich, dass da jetzt noch 10.000 Pokémon kommen, die ich alle effektiv treffen kann. Und weiß genau, dass jetzt das Pokémon kommt, weil ich genau das effektiv treffe, ja? Das weiß ich. Spielkalb? Du machst das? Fragezeichen? Hab gehört, du machst das. Ah, stimmt ja, das Alpollo, das muss jetzt ja auch natürlich... Das kann bestimmt auch Spukball. Nein, es kann Hypnose... Hätte ich das gewusst, ne, hätte ich einfach nur einen scheiß fucking Trank eingesetzt. Aber nö! Nö, das muss man ja nicht sagen! Nein! Also, ich glaube, eine Naslock tut mir einfach nicht gut. Mir tut eine Naslock nicht gut, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Könnt ihr wirklich sagen, was ihr wollt? Mir tut eine Naslock nicht gut. Werde ich immer total aggressiv, weil ich niemanden verlieren möchte in meinem Team. Also das nächste Mal, wenn ich die Challenge spiele, sage ich das Ganze aber ohne Nachflug, ja. Dunkel ist physisch? Du setzt jetzt was Physisches? Ach ja, stimmt. Hier ist ja die Attacke Dunkelklau, die man kriegt. Und nicht den Spukball, den Traummagierchen auf Level 26 beherrschen muss, weil... Ja, ne? Anders so geht es ja nicht. Das muss man jetzt denen noch beibringen. Ansonsten ist ja die Arena zu schwach. Immerhin hält er sich an die Sleep Claws, aber das glaube ich auch gleich nicht mehr. So, was könnte ich schon wieder aggressiv werden? Nicht aufgeben, nicht kapitulieren. Wow. Chase. Yeah. Komm, critter einfach oder irgendwie sowas. Ja, er hat nicht mehr verwirrt. Ich habe die Arena gepackt, ohne jemanden zu verlieren. Ich bin stolz auf mich auch. Ich hätte vielleicht Evoli noch den EP-Teiler geben können. Quatsch.
du bist ein enorm stark. Du beweist meine jämmerliche Niederlage. Oh, ich habe mir das sogar gemerkt. Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark. Und deine Pokémon sind auch so stark. Dein Stärke ist eine große Wunder. Ich werde geben dir diese Orden. Ja, Reliktorden. Den Reflektororden, ja. Den Reliktorden. Mit dieser Orden, du kannst einsetzen, die versteckte Maschine auflockern. Auch außerhalb von einem Kampf. Und hier, ich gebe dir noch eine technische Maschine. Bestimmt du hast Verwendung dafür. Verwendung. Diese TM-65 enthält Dunkelklaue. Diese Attacke ist wie Surprise. Sehr oft, du machst Volltreffer. Lass mich in Ruhe, blöde Kuh. Blöde Kuh. Du blöde Kuh. Ah. Pokécenter, Hilfe, meine Pokémon. Hallo und willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Nein! Sich überhaupt nicht ein. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment. Meine Obhut. Aber nur für einen Moment. Ha! Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Ich komm bald. Luna. Item geben. Ich bitte Tyler. Manchmal, wofür hatten wir da gerade eben so viel? 50 Honig. 50, ja, 50. 15 Honige, meine Herren. Wenn ich mich doch recht erinnere, hoffentlich nicht, oder? Also, da kommt erstmal noch bald ein Rivalenkampf auf uns. Wir speichern mal kurz. Weil ich weiß nicht, wann ich den Part beenden werde. Oh ja, den Rivalenkampf, den passt noch in den Part rein. Ich bin mit einem... Gut, mit dem hatten wir schon geredet. Hier ist jetzt frei. Da ist der Rivale. Wir gehen doch mal kurz weg. Wir haben ihn getrollt. Ich möchte nur gucken, ob hier unten jetzt auch frei ist. Nein, hier ist jetzt nicht frei. Okay. Wir müssen rechts entlang gehen. Hat er nicht immer ein Staravia als erstes? Ich meine. Ja, toll. Was mache ich gegen das? Spielkalb, halt her! Herbert, tada! Hast du mich schon wieder warten lassen, Birgit? Otto, ich hätte auch mein Togepi noch holen können. Wer ist inzwischen stärker, du oder ich? Wir finden es jetzt sofort heraus. Hey, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit einem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern. Und los geht's! Du bist so ein Arschloch, Herbert. Wenn ich dich sehe, ja? Wenn ich dich krieg, dann ist der Arsch offen. Da ist Polen offen. Ja gut, ich habe jetzt eh nicht vorgehabt, dich mit einer wirklichen Attacke anzugreifen, sondern eher mit Drachenwuten. Mein Knacksel ist mal schneller als sein Staravia. Und das macht super Schaden. Daumen hoch dafür. Oh ja, ich kann auch fies sein. Ich weiß nicht mehr. Oh ja, ich kann auch fies sein. Stimmt, er hat wie so ein kleines Kind geredet. Ich habe ihn einfach nochmal vorgelesen. Schlimm, also das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Marmelin.
Lorblatt. Parmelin, Lorblatt, Parmelin, Lorblatt. Parmelin ist auch ein cooles Pokémon, das will ich auch mal irgendwann haben. Parmelin ist so cool. Parmelin und Bäuerlin sind eigentlich voll die coolen Pokémon. Ich benutze die nie. Also ich weiß noch, ich habe einmal einen Parmelin gehabt. Ja, das habe ich danach wieder weggegeben. Oder ich habe es aufgegeben oder irgendwie sowas. Am Schluss war es auf der Box. Ist immer gut. Habe ich auch früher mal gewundert, warum er Heule einsetzt. Ich mache ihn eh platt. Ha. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das war jetzt einfach nur geraten. Aber ja, ne. Wenn man halt so ein bisschen Pokémon Online spielt. Panpyro. Typ Kampf. Ich will Chase endlich auf Level 28 kriegen. Ich möchte, dass es sich endlich entwickelt. Dass endlich Togepi die scheiß Handschuhe kriegen kann. Ach, ich hab's ja gar nicht mehr im Team. Aha. Wow. Sein stärkstes Pokémon gegen mein stärkstes Pokémon. Irgendwie hat meins, glaube ich, einen Silberblick. Aha, der Witz war gut. Du kannst Tempo, aber es macht mir auch nicht viel. Und Windschnitt killt dich. Cool, ein Volltreffer. Pampyro wurde besiegt. Chase hält 409 Erfahrungsdings. Was war denn das? Das war ja gar nichts. Ich habe eigentlich erwartet, ich erhalte Erfahrungspunkte. Für Roselia bleibe ich einfach mal gerade drin. Hätte jetzt auch Blau auch 101 einwechseln können, aber heute, also in diesem Part, ist Chase Time. Ich habe keine Ahnung. Ja, Roselia ist auch besiegt. 373 Erfahrungspunkte. Yay. Luna erreicht Level 21. Yay. Yay. Habe ich schon Yay gesagt. Ah, was soll das heißen? Ich habe schon wieder verloren. Ich hatte mir doch eine absolut sichere Strategie zurechtgelegt. Hey Birgit, sag mal. Erinnerst du dich an die Strategie? Jeder deiner Treffer muss sitzen. Lass dich nicht vom Gegner erwischen. Das war eine abgefahrene Strategie, aber sie ist kein roten Heller wert. Wir können wenigstens... Es geht halt leider nicht, dass wir im Anime sagen... Weich aus! Renn weg! Nach rechts! Doppelteam ausweichen! Agilität ausweichen! Ruckzuckim ausweichen! Nein, das geht bei uns nicht. Da muss man einfach knallhart durch. Schätze, ich muss jetzt mehr Einsatz zeigen und das richtige Team aufbauen. Naja, ja, dann verziehe ich mich mal nach Trostruhe. Nach Trostruhe. Wir sehen uns, Birgit. Und das nächste Mal kippst du aus den Latschen, wenn du siehst, wie ich mich entwickelt habe. Tschüss. Dich will keiner sehen. Da vorne steht eine zerborstene Steinsäule. Was das wohl ist, ich bin ja so neugierig. Ja, ich muss noch gucken, wie man Krippuck da rausholt. Das habe ich immer noch nicht geguckt. Mein Team ist gar nicht zerlegt. Was ist los mit dir? Gut, der Part hier ist aber auch schon wieder zu Ende. Oh, die Parts gehen so schnell rum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Tag, Abend, wie auch immer. Und verabschiede mich heute von euch von Let's Play Pokémon Platin, ich wollte schon Blattgrün sagen, vom Pokémon Platin, der Gallant Character Challenge.